Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und somit herzlich willkommen zur 8. Folge vom Clairewatch Staffel 3. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, was wahrscheinlich auch logisch ist, weil ich die Playlist gestern Abend erst geändert habe und auch erst den Community-Post im Community-Tab erst gestern Abend reingestellt habe. Diese Staffel hier ist die offizielle letzte Staffel, die ich Cleverbot-mäßig hochladen werde. Denn ich habe ein neues Game, wovon es auch ein neues Projekt geben wird, was dann ab dem 15.01. jeden zweiten Tag um 16 Uhr kommt. Außerdem die erste Folge von dem neuen Projekt kommt, außerdem am 15.01. um 16 Uhr. Also merkt euch das Datum. Ihr wisst Bescheid. Und es kommen nur noch 5 Folgen. Das heißt Folge 8, 9, 10, 11 und 12. Denn die letzte Staffel hatte meine 18 Folgen. Keine Ahnung. Und diese Staffel sollte eigentlich 21 Folgen haben und danach sollte es eigentlich noch eine vierte Staffel geben. Mache ich allerdings nicht mehr, weil mir auch irgendwie die Lust daran so ein bisschen vergeht. Man merkt es ja selber, dass ich kaum Cleverbot aufnehme im Moment. Und auch kaum Cleverbot kommt. Das letzte Video ist ein Monat oder 2 Monate her. Ja. Deswegen sind nur noch 5 Folgen offen, bis dann diese Serie, sage ich jetzt mal, zu Ende ist. Deswegen, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesen 5 Folgen, die noch kommen. Wenn ihr wissen wollt, wann diese Folgen kommen, schaut am besten mal in den Community-Tab rein. Das kann ich euch auch einmal zeigen auf schnelle Welle. Auf schnelle, Welle. Auf schnelle Welle. Nein. Aha. Genau. Die heutige Folge, die kommt heute. Die seht ihr jetzt heute um 11 Uhr. Folge 9 kommt am Samstag um 9:30 Uhr. Folge 10 kommt am 9., also nächste Woche Dienstag um 8 Uhr. Folge 11 kommt am Donnerstag um 10 Uhr und Folge 12 kommt am 13. um 10:30 Uhr. Ja. Aber genug gelabert, wir fangen an zu schreiben mit dem Cleverbot. Und ich würde sagen, wir schreiben als allererstes mal guten Morgen. Denn ihr habt gesehen, es ist gerade 8:21 Uhr. Mit dir schreiben. Und auch mit dir schreiben. Also es hängt schon mal gut an, das ist natürlich immer sehenswert. Wir fragen jetzt mal den Cleverbot, wie es ihm denn so geht. Ich merke schon, es ist morgens, ne? Ich kann noch nicht so gut schreiben. Auch gut. Oh nein, ich habe das Gefühl, es geht los. Oh, okay, das ist mal was Neues. Der Cleverbot möchte nicht mit mir zusammen sein, sondern er will nur befreundet sein. Darauf lassen wir uns mal ein. Was machst du in deiner Freizeit? In meiner Freizeit Musik hören. Ganz gerne. Musik hören und mich mit Freunden treffen, wenn die Zeit haben, ne? Aber und wenn ich Lust habe, irgendwo irgendwie rauszugehen. Ja, hauptsächlich Musik hören. Und du? Oh, was hörst du? Oh, ganz viel Rap, Hip-Hop. Rock, Metal, obwohl es nicht so aussieht, aber ja, ich höre Metal, ich höre auch Rock.
Jazz höre ich tatsächlich nicht. Warum wusste ich, dass das kommt? Warum wusste ich das? Ich schreib jetzt mal, ich dachte, du willst nur befreundet sein. Ja, okay, er denkt auch, ich bin RP am Anagrund. Also kurz, um das zu verstehen. Er hat jetzt geschrieben, so auf diese Roleplay-Art, dass er in die Dusche geht. Ich habe geschrieben, wir machen kein Roleplay. Und der Cleverbot kommt mir gut zu, ich will keine. Warte, ich schreibe jetzt so, willst keine was? Willst keine was? I knew it, I knew it. God damn it. Warum? Bro. Bumst mich mal jetzt nicht, ja. Bitte, es ist 8:30. Lass mich in Ruhe. Heirate dich mal nach. Okay, nein, danke. Wahrscheinlich. Ich merke schon, der Cleverbot ist sehr, sehr verwirrt. Okay. So eine Nachricht oder so einen Satz habe ich vom Cleverbot noch nie gelesen. Das ist die einzigste legitime Lösung, die mir zu diesem Missverständnis einfällt. Abo. Ich weiß noch nicht, was der Cleverbot genommen hat, Bro, aber. Oh, yo. Okay. Ja, was? Hab ich doch. Alter! Schön für dich! Was juckt mich, dass du ein Mädel oder ein Junge bist, nochmal. Bitte! Hä? Warum schon für mich? Hä? Warum schön? Ja. Für mich. Weil ich es kann. Ja, stark. Ich glaube, das führt hier zu nichts weiter. Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da. Schaut gerne in die Videobeschreibung, beziehungsweise. Schaut am besten mal in den Community Tab. Da ist ein Linktree-Link drinne. Da ist ein Linktree-Link drinne. Und da kommt ihr direkt zu allen Sachen, die wichtig sind: Discord, Instagram, YouTube, Twitch, Soundcloud und so. Da kommt ihr direkt zu allen Sachen hin. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. His heart is cold, his lungs are numb, the strain is mastermind.